Hallöchen ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Risen 2 Dark Waters. Wir sind hier in oder auf der Bucht von Marakai oder gleich in Marakai und sind im eingeborenen Dorf. Vor uns steht dieser komische Corrientis und ja, wir sollen auf jeden Fall zuerst mit ihm quatschen, bevor wir im Dorf mit sonst jemand anderen sprechen. Also werden wir das halt auch tun, ne? Na, verehrter Schwellschädel, wir sind deiner Expedition gefolgt. Ich bin auf der Suche nach Captain Garcia. Leutnant Valdez schickt mich, euch zu finden. Beides ist richtig und machen halt mal das obere, ne? Wir sind deiner Expedition gefolgt. Nun, jetzt hast du sie gefunden. Wir hatten auf dem Weg hierher jede Menge Probleme mit Garcias Piratenbande. Also, warum sollte ich dir vertrauen? Weil wir uns gegenseitig unterstützen können, weil ich nicht zu Garcias Leuten gehöre. Unterstützen. Weil wir uns gegenseitig unterstützen können. Eine Hand wäscht die andere, was? Mhm. Na schön, du siehst ja, dass wir die Marakai hier unterstützen. Im Gegenzug teilen sie ihr Wissen mit uns. So ist der Deal. Starker Rückhalt gegen die feindlichen Piraten. Gute Entscheidung. Ich werde dir sagen, was ich weiß, wenn du mir einen Gefallen tust. Was kann ich für dich tun? Ihr habt auf eurem Weg mit Piraten gekämpft. Ja, haben wir gesehen. Die Kampfspuren und die Leichen. Ich habe in einem Ahnengrab ein paar nackte Leichen gefunden. Aha. Kannst du mir eine Karte dieser Region geben? Na gut, was kann ich für dich tun? Was kann ich für dich tun? Wir wissen, dass sich der Feuertempel in einem versteckten Tal befinden soll. Mhm. Es gibt jedoch nur einen geheimen Zugang, der dorthin führt. Es kann oder will mir aber niemand sagen, wo er ist. Wenn du den Zugang für mich findest, werde ich dir sagen, wie man hineinkommt. Alles klar, ich werde den Zugang für dich suchen. Das ist die Frage, ob dann das hier alles verschwindet. Ich hoffe nicht. Dann machen wir mal das hier. Ihr habt auf eurem Weg mit Piraten gekämpft. Ihr habt auf eurem Weg mit den Piraten gekämpft? Ja, sie haben uns auf dem Plateau im Norden überrascht. Ein paar unserer Männer und zwei Eingeborene wurden aufgeschlitzt. Dann sind sie abgehauen, diese Feiglinge. Mhm. Wo kann Garcia jetzt sein? Jo. Mhm. Wo kann Garcia jetzt sein? Ich schätze, er sucht dasselbe wie wir. Den Zugang zum versteckten Tal. Wenn du uns hilfst, den Zugang zu finden, wirst du früher oder später bestimmt auf ihn treffen. Was willst du denn eigentlich von Garcia? Ich suche ein wertvolles Artefakt, das er bei sich trägt. Ich will ihn töten. Er ist verflucht und ich will ihn befreien. Nimm mal die Wahrheit. Ich suche ein wertvolles Artefakt, das er bei sich trägt. Das klingt ja interessant. Na dann, viel Glück bei deiner Suche. Danke. Ich habe in einem Ahnengrab ein paar nackte Leichen gefunden. Die meisten von ihnen waren weiß. Das klingt so, als wären die Plünderer selbst bestohlen worden. Wahrscheinlich haben die Marakai die Piraten für ihr Handeln bestraft. Kann sein. Wie auch immer, seien wir froh, dass wir ein paar Gegner weniger haben. Mhm. Ja, ist nett. Super. Kannst du mir vielleicht eine Karte geben? Kannst du mir eine Karte dieser Region geben? In Ordnung. Hier, das sollte dir reichen. Juhu, danke. Na dann werden wir für dich halt diesen depperten Zugang suchen, ne? Ich werde den Zugang für dich suchen. Du wirst ihn an einer großen Feuerwand erkennen, die den Weg versperrt. Mhm. Komm zurück zu mir, wenn du sie gesehen hast. Da alles ist klar. Noch etwas. Einer unserer Männer ist während des Kampfes mit dem Piraten desertiert. Oh. Eigentlich wollte ich Scarpetta schicken, um den Feigling zu finden, aber ich will ihn nicht entbehren. Also, wenn du den Deserteur findest, erschieß ihn. Ist das nicht ein bisschen hart? Ich kann niemanden gebrauchen, der mir in den Rücken fällt, wenn es darauf ankommt. Vielleicht kann er uns dienlich sein, indem er uns in unsere Crew da beitritt und so weiter, ne? Wer bist denn du, Scarpetta? Frag den Boss, wenn du was willst. Ja, ich hab schon verstanden.
Wir werden uns kurz das Bettchen anschauen. Von Anstand hast du wohl noch nie was gehört, was? Ich bin Pirat, was glaubst denn du? Ich bin zwar ehrlich, aber das muss schon genügen. So, na dann. Das Dunkel kommt und aus du. Dem... Wer bist du? Bin Egas. Und, wie läuft's? Geht. Bin nicht so zufrieden heute. Okay. Was ist los? Soll mich um die Grabräuber kümmern. Aber war gar keinen Bock drauf. Vielleicht haben wir ja Bock drauf. Befehl von deinem Kommandanten nehme ich an. Wärst wohl lieber wieder auf See. Kommandant? Befehl von deinem Kommandanten nehme ich an. Ja, genau das. Wird viel lieber hierbleiben, als mich im Dschungel mit den Grabräubern zu schlagen. Außerdem könnte ich dann meine Pistole zu Ende bauen. Oh, du baust Pistolen? Ja, aber nur so zum Spaß. Wenn du willst, kann ich es dir beibringen. Später vielleicht mal aber. Mit Grabräuber meinst du Garcias Leute? Wo sind die Grabräuber, die du suchen sollst? Ja, das obere zuerst. Mit Grabräubern meinst du Garcias Leute? Genau. Die Piraten haben sich die Ahnengräber vorgenommen. Selbst der Häuptling liegt mir schon in den Ohren deswegen. Der Häuptling? Wie ist er denn so? Der Häuptling? Wie ist er so? Weiß nicht, wie ich dir das sagen soll. Du gehst am besten mal selbst zu ihm und machst dir ein eigenes Bild. Sein Haus ist das oberste Gebäude hier im Dorf. Okay. Wo sind die Grabräuber, die du suchst? Wo sind die Grabräuber, die du suchen sollst? Sie haben sich über den ganzen Dschungel verteilt. Schwer zu sagen, wo sie sind. Aber ich weiß, dass ein kleiner Trupp von ihnen die Ahnengräber im Osten plündert. Wenn ich wenigstens die erwischen würde. Gib dir keine Mühe, ich kümmere mich um deine Gräber. Kümmere mich um deine Grabräuber. Warum? Tja, warum eigentlich? Gute Frage. Ich würde sagen, das überlege ich mir unterwegs, warum ich deine Arbeit erledige. Gute Idee, mach das. Dann kann ich so lange... dich von den Eingeborenen bedienen lassen. Genau. Ja. Dunkel kommt aus den Wassern zu uns. Hütet euch! Ach, du Heilige. Und was ist mit dir? Was glotzt du mich so an? Immer noch freundlich. Noch nie einen verletzten Soldaten gesehen. Aha. Hilfe brauchst du wohl nicht, was? Schnauze, mach mich nicht so an, du Großmaul. Hey, entspann dich, ich tu dir schon nix. Einschüchtern können wir noch nicht. Also, nehmen wir mal das Letzte. Hey, entspann dich, ich tu dir schon nichts. Ha, du hast gut reden. Wie soll ich bei den Schmerzen entspannen? Erzähl mir mal lieber, woher du die Verletzung hast. Vom Kampf gegen Garcia und seine Schergen natürlich. Mhm. Es war der schwarze Hund, dieser Mistkerl. Er traf mich mit seinem dreckigen Dolch im Rücken, kurz bevor die Rasselbande in die Flucht schlug. Hast du noch Glück gehabt, dass du noch lebst? Schwarzer Hund, ist das sein Name? Wo ist der schwarze Hund jetzt? Ich werde den schwarzen Hund finden. Ist das sein Name? Schwarzer Hund, ist das sein Name? Den gab er sich selbst. Glaubte wohl, dass er damit jemanden beeindruckt. Woher weißt du das? Man sollte immer mehr über seine Feinde wissen, als über seine Freunde. Du scheinst ihn wohl zu hassen, ne? Dreh dich mal um. Ich ramm dir mal kurz meinen Säbel in den Rücken. Ich glaube, dafür würdest du mich auch nicht lieben, oder? Nicht wirklich, ne? Wo ist dieser schwarze Hund jetzt? Wo ist der schwarze Hund jetzt? Er ist irgendwo in der Nähe. Ich kann ihn förmlich riechen. Aha. Wenn ich nicht so verletzt wäre, würde ich ihn suchen und ihm die Kehle durchschneiden, wenn ich ihn gefunden habe. Mhm. Du meinst in der Nähe des Dorfes? Er ist hier. Darauf verwette ich meinen Arsch. Er wartet nur auf eine Gelegenheit, uns hier heimtückisch zu überfallen. Sehr nett. Welchen Rang hat der schwarze Hund in Garcias Mannschaft? Welchen Rang hat der schwarze Hund in Garcias Mannschaft? Er ist nur ein einfacher Bootsmann. Aber eine äußerst linke Sau. Sei auf der Hut. Wenn du ihm einmal begegnen solltest, dann pass auf deinen Rücken auf. Mhm. Ja, schon klar. Ich werde den schwarzen Hund schon finden, Dohers. Ich werde den schwarzen Hund finden. Ach ja? Das glaubst du. Pass bloß auf, dass er am Ende nicht dich findet. Du bist ein richtig netter Kerl, weißt du das?
Für Nettigkeiten habe ich keine Zeit. Ja, ja. Haben wir schon verstanden. Wenn im Rücken was juckt, dann was. Dunkel kommt aus den Wassern zu der Dolch vom Schwarzen Hund. Servus, Malaika. Aloha, Fremder. Suchst du etwas Bestimmtes? Hat sie gerade Aloha gesagt? Hey, eine Hawaiianerin. Cool. Ich war bloß neugierig. Was ist denn deine Aufgabe? Neugierig. Ich war bloß neugierig. Mein Vater sagte einmal, die Neugier ist der Urquell aller Errungenschaften. Ich bin Malaika, die Kiki des Dorfes. Kiki? Sisu? Kagucho ono palavatingo? Chi. San ono hazaka. Ah, verstehe. Ich gehöre zur Familie des Schwarzen Baumes und fertige Geschenke und Idole für die Hike. Sie sollen ihre Ehre bewahren und ihre Ruhe schützen. Aber ihr Schutz ist schwach. Die Hike sind aufgewühlt. Kannst du mir was über den Marakai-Stamm erzählen? Du siehst bedrückt aus. Handelst du auch mit deinen Sachen? Ja, Marakai-Stamm und so, ne? Kannst du mir was über den Marakai-Stamm erzählen? Wir sind ein sehr altes Volk, das schon seit Jahrhunderten seinen Bräuchen nachgeht. Unsere Ahnen leiten uns dabei den Weg und wir beten zu ihnen. Wer hat bei euch das Sagen? Ja, der Häuptling, ne? Was macht ihr denn alle den ganzen Tag? Wer hat das Sagen? Wer hat bei euch das Sagen? Chakadatu ist unser Häuptling. Aber bald schon wird er einen Nachfolger ernennen. Die Tonka sind unsere Kämpfer und Krieger. Sie schützen uns im Kampf und haben Stolz und Ehre. Die Tufas jagen im Wald und müssen noch lernen. Wir Kikis können Voodoo wirken, so wie Chakadatu. Die anderen Frauen sind Sammlerinnen. Du kennst Voodoo-Zauber? Chi. Aber Osamu im Wald war früher Chaka. Sein Voodoo ist viel stärker. So, so. Du siehst bedrückt aus. Du siehst bedrückt aus. Dein Auge ist wachsam. Ich bin traurig, weil die Totenruhe meiner Ahnen gestört wurde. Oh. Was ist passiert? Piraten. Sie haben die Grabidole meiner Familie gestohlen. Schweine. Nun sind die Hike aufgebracht und rufen mich im Schlaf. Oh, die Toten sprechen zu dir? Ich könnte dir die Idole zurückbringen. Handelst du auch mit deinen Sachen? Ja. Die Toten sprechen zu dir? Die Toten sprechen zu dir? Ich höre die Hike schon seit meiner Kindheit. Das ist ja schrecklich. Nein, Gucho. Sie flüstern mit dem Wind und singen ihre Lieder. Aber wenn ihre heiligen Gräber geschändet werden, sind sie zornig. Kann ich verstehen. Ich könnte dir die Idole zurückbringen. Ich könnte dir die Idole zurückbringen. Das würdest du tun? Naja, ja. Es handelt sich um 3 Grabidole des Schwarzen Baumes. Sie gehören zu meinem Großvater Masaru, meinem Vater Akateko und meiner Großmutter Nalani. Wenn du sie zurückbringen kannst, soll deine Mühe nicht umsonst gewesen sein. Das ist nett. Wo kann ich diese Idole finden? Wo kann ich die Idole suchen? Finde die Piraten, die unsere Gräber plündern. Dann findest du auch die Idole meiner Ahnen. Na klar. Kann man bei dir was kaufen? Handelst du auch mit deinen Sachen? Chi, ich verkaufe Tränke und Pflanzen. Pflanzen? Ja. Wenn du willst, zeige ich dir, wie du daraus Tränke brauchst. Gerne. Sieh dir ruhig alles an. Vielleicht findest du etwas, was dich schützt. Dann zeig mal her. Zeig mir deine Ware. Sehr nett, die Frau. Seelenkette, ja, ja, genau. Rezepte braucht man eigentlich. Federohrring, Ahnenstein, Schmuck. Schmuck, 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 Grabwurz, Elixier. Klingentrank. Das ist alles kurz. Ne? Also nichts für die Dauer, wie es schon ausschaut. Eine Schatzkarte. Schon wieder eine. Wie teuer? Nur 100, die nehmen wir mit.
Klingentrank. Geistige Knochen. Dadadadam. Keine Ahnung, ob die beiden was können. Ich tu mal was verkaufen probieren. Blunder. Was haben wir denn da Schönes? Ich nehme mal die beiden Rezepte dann mit. Oder ist das Geldverschwendung? Dürfte Geldverschwendung sein, ne? Höchstwahrscheinlich. Dann sollte ich es vielleicht lieber lassen. Ich kann es immer noch kaufen. Dann lassen wir das dabei. So. Ende. Wer bist denn du? Tara. Du bist gekommen, um uns zu helfen, oder? Darum lassen sie dich ins Dorf, obwohl du kein Blaurock bist. Warum fragst du? Ich unterstütze die Inquisition. Nicht alle Piraten sind übel. Warum fragst du? Warum fragst du? Viele unseres Volkes sind getötet worden. Die Piraten sind gierig, ohne Stolz. Ich will nicht, dass noch mehr sterben müssen. Vor allem nicht Koraka. Wer ist Koraka? Was ist das da drüben eigentlich? Boah. Was ist das da drüben eigentlich? Was meinst du? Unsere Hütten? Ach, lass nur. Ich hab schon, was ich wollte. Wie gemein, ich weiß, aber es bietet sich an. Wer ist Koraka? Wer ist Koraka? Er ist ein Tufas und mein Mann. Ich warte schon seit Tagen auf seine Rückkehr. Er wollte die Piraten im Dschungel suchen. Seitdem habe ich nichts mehr von ihm gehört. Oje, das ist natürlich schlecht. Wo ist Koraka denn hingegangen? Ich werde Koraka für dich finden. Wo ist er denn hin? Wo ist Koraka denn hingegangen? Er ging zu den Gräbern der Hike, der aufgehenden Sonne entgegen. Okay, ich werde ihn finden. Ich werde Koraka für dich finden. Tawonga Gucho, ich danke dir. Die Tivas sollen dich schützen. Führt ihr! Hoffentlich geht's sie euch nachts den Schlaf. Das wäre übel, wenn nicht. Der Untergang! Wer bist du? Bist du ein Protektor? Na, ich bin was ganz was Nettes. Ich bin auf eigene Rechnung unterwegs. In gewisser Weise schon. Na, eigene Rechnung. Ich bin auf eigene Rechnung unterwegs. Aber du bist doch ein Meister der Donnerstöcke. Nein, ich bin Pirat und habe mich mehr der Voodoo-Magie gewidmet. Dann bist du nicht wichtig für mich. Geh deines Weges. Was? Dich interessieren Musketen? Dich interessieren Musketen? Donnerstöcke sind ein Zeichen des Fortschritts. Mhm. Die Marakai wären gut beraten, wenn sie sich nicht dem Wissen der Inquisition verschließen. Nur dann hat unser Stamm eine Zukunft. Da hat er ja gar nicht so unrecht, ne? Das klingt sehr radikal für jemanden deines Stammes. Vernünftige Einstellung. Ja, eigentlich ziemlich radikal, jo. Das klingt sehr radikal für jemanden deines Stammes. Das ist es auch. Ich werde dafür von einigen hier sogar verachtet. Einzig mein Heimat Daiki ist noch auf meiner Seite. Gemeinsam werden wir die Macht der Donnerstöcke ergründen. Einen von ihnen konnten mein Waffengefährte und ich schon erbeuten. Ihr habt eine Muskete gefunden? Wo denn, bitteschön? Ihr habt eine Muskete gefunden? Wo? Wir fanden den Donnerstock vor einigen Tagen in einem kleinen Lager der Blauröcke im Norden. Dann gehört er wahrscheinlich zu Corrientes. Er ist prunkvoll verziert und scheint einem besonderen Blaurock gehört zu haben. Das Ding könnte mich interessieren. Du hast die Muskete Corrientes schon gezeigt? Unten? Hast du die Muskete Corrientes schon gezeigt? Ja. Er sagte, er hätte sie noch nie zuvor gesehen. Merkwürdig. Kommt nicht auf dumme Gedanken, Pirat. Die Waffe gehört mir und meinem Halmack. Niemand anderes hat ein Anrecht darauf. Verstehe. Nur dir und deinem Halmack also. Der Untergang! Wie gemeint, ist nahe. Die will ihn nicht wegnehmen. Der Tod fegt über das Land. Daiki, Servus. Was esst ihr Krieger eigentlich, um so stark zu werden? Was esst ihr Krieger eigentlich, um so stark zu werden? Das könnte ich dir sagen, aber ich glaube nicht, dass du das mögen würdest. Wahrscheinlich nicht. Oi, das hört sich schon nach irgendwelchen Innereien an. Dann schau mal, ob wir hier die Truhe knacken können. So, mal kurz speichern. Dab, 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 dab.
Darf ich hier drauf speichern? Ich glaube ja. Ja. Ich muss aufpassen, dass ich nichts überspeichere von den Parts, die noch nicht hochgeladen sind. Tada, jetzt haben wir es. So. Was ist denn da drin? Trank des Diebes, Jade, wie passend. Jadestein und Goldbrocken. Sehr gut. Sheku, was suchst du? Ich habe nur meine Schnürsenkel zugebunden. Aha, da hinten ist noch was. Alter Schwede, das Dorf ist recht groß. Aber das werden wir uns im nächsten Part weiter anschauen. Weil es der ist schon wieder vorbei für heute. Und wird auch vor unseren Hütten nicht Halt machen. Bones, ja, das ist schon Ahnen, damit ihr das Reich der Toten erhaltet. Damit ihr nicht rasten. Hätte ich wahrscheinlich bei der anderen Stelle auf der Insel der Diebe mit dem Schildzepter das machen sollen. Schrägstrich müssen. Die werden euch begleiten. Werden wir dann noch machen bei passender Gelegenheit. Aber bis dahin ist jetzt mal Schluss für heute. Ihr Lieben, das war's leider wieder. Ich bedanke mich von ganzem Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend. Je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi!